back from the dead. Hi und willkommen zurück zu Battlefield 1. Und wir machen direkt da weiter, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Spiel und schauen, was wir machen müssen. Okay, Betsy ist so halbwegs außer Betrieb jetzt, weil es neblig ist. Können wir nicht einfach reinfahren? Und wir müssen da vorne hin. Pistole haben wir dabei. Okay. Unglaubliche Atmosphäre bei dem Spiel bisher. Okay, ich denke, hier rum müssen wir. Hier hat wohl keiner überlebt. Ah, hier gibt es so einen kleinen Pfad, den können wir mal entlang gehen. Oh ja, da haben wir schon welche. Das sind unsere Leute. Hast du das Gefühl, dass es nicht unsere Leute sind? Nein. In einem Geschütz, wir müssen uns von hinten ranschleichen. Was haben wir hier? Eine Shotgun? Bajonett-Selbstlader. Oh ja, das hört sich doch gut an. Ich brauch dich hier, Junge! Mach schon! Okay, wieder rein in Betsy. Edwards, da bist du ja, Kleiner. Das war Zauberei, Fahrer. Wahre Zauberei. Als gäb's den Krieg gar nicht. Was? Zurück, ich breche durch den Draht. Sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Aber hier sind ein paar Feinde. Können wir wieder anvisieren können. Draußen sind wahrscheinlich noch welche.
Okay, hier ist Betsy. Bleiben wir mal da. Sag dir was, ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist, Edwards. Wes musste einiges einstecken. Hol deinen Werkzeugkasten und gib dein Bestes. Gute Arbeit. Sieh dich vor, darum kümmern wir uns. Ich kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Ist wieder Stacheldraht, wenn wir den Pfad entlang gehen. Ja, hier sind schon welche. Da haben wir einen. Hier unten. Oh, Betsy brennt. Du musst auf uns aufpassen. Wes hat diesmal einiges abgekriegt. Wir hätten sie fast verloren. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Du musst aber weiterhin vorausgehen. Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir es ihnen! Edward, schneller! Wir befinden uns in Reichweite! Weg hier! Weg! Von Betty her! Jetzt bringst du dich! Auf! Ich hab die Feuer! Danach ist los!
Ich kann mal hier vorbeischleichen. Ach, hier haben wir sogar Munition. Bombe. Ein Haufen Scheiße. Das habe ich nicht verdient. Jede Nacht wach. Den kann man auch ausschalten. Ist hier drin einer? Und ist ein Schütze. Okay, das ist ein Panzer. Hey, Kamerad, wie geht's? Siehst gut aus. Halt endlich dein Maul! Können wir die leise hier rum ausschalten. Mal gucken, was da so geht. Ich weiß nicht, ob der Panzer besetzt ist oder nicht. Aber wenn er nicht besetzt ist, könnten wir uns rein theoretisch da ranschleichen. Ich muss pissen. Das ist dermaßen langweilig. Was für ein Haufen Scheiße.
Scheiße, das habe ich nicht verdient. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Die kommen jetzt auch näher. Panzer nehmen. Oh, da sind welche. Ach, die wissen doch gar nicht. Ups. Drehen? Oh ja, können wir. Oh, einen haben wir. Nee, der steht da hinten so gut drin. In dem Bunker hier, ob da irgendwas ist, wo wir Panzer sprengen können. Hier gab es noch ein paar Kisten. Was haben wir denn hier? Karabiner. Was haben wir hier? Tankgewehr. Ja, das hört sich doch prima an.
Jawohl. Da vorne müssen wir hin. Ach, hier gibt's noch neue Waffen. Was soll denn hier? Ja. Oh, da haben wir noch einen. Nein, haben wir unser Tankgewehr weggegeben dafür. Das wollten wir aber nicht. Noch einer. Jawohl. Noch einer. Wir gehen mal eben Panzer reparieren. Ach, können wir gar nicht. Zu Black Bass. Einsteigen, Edward. Du fährst. Ach, jetzt fahren wir. Weg hier. Okay. Was? Sir, Sie brauchen neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer Bess braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Der Panzer fährt nirgendwo hin und er wird bis morgen tot sein. Am Arsch.
Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, bis hierhin erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken und subscriben. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann.